Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Risen. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach den Gräbern. Und ich glaube, ich habe hier was entdeckt, was wieder ein alternativer Weg ist, wo ich noch ein bisschen mehr Loot sammeln kann. Oh ja. Was ist das denn? Jetzt ist da noch. Jetzt muss ich da nochmal runter, ne? Weil da eine so eine Echse ist. Echse. Falls du zufällig. Echse, falls du das zufällig guckst. Sei gegrüßt. Ich kann ja auch einfach fallen lassen. Nein. Das wäre mein Tod. Mein Freitod, wie das doch netterweise gesagt heißt. Auch ein anderes Wort für Suizid oder Selbstmord. So, hier, das habe ich doch alles eingesammelt schon. Hi. Aha. Dann habt ihr bestimmt wieder einen Teleportstein. Oh. Eieiei. Eieiei. Jo, okay. Das mache ich nochmal neu. Ah, jetzt mal diesen informativen Ladebildschirm sehen. Das ist ja. Geduldig kämpfen. Das ist bei diesen Echsen, glaube ich, wichtig. So. 180 Erfahrung. Oh, ist auch nix eigentlich. Dann hast du bestimmt den Einstein. Echse. So. So. Jo, du hast den. 9 von 14. Aber das ist doch nicht da, wo ich hin will, ne? Nee. Das ist einfach nur eine Ruine. Geh ich da jetzt rein? Ich gehe da nicht rein. Das ist bestimmt für später. Ich trinke mir erstmal ein. Oh, und den trinke ich auch noch. So. Maximale Lebensenergie. Und dann brate ich mir noch einen Storch. Ja, ein bisschen Essen. Hm, riecht schon lecker, mal nicht schlecht. Lecker. Ein bisschen Bressering machen. Hm, lecker. So, noch ein bisschen normales gebratenes Fleisch. Sieht richtig lecker aus. So, und dann kann es ja weitergehen. Ich glaube, zum Grab, denke ich mal. So quasi auf direktem Weg. Ihr spürt, was für eine Motivation ich habe, dass ich direkt und ohne Umwege dahin gehe. Ich werde es nicht schaffen. Aber das ist das Schöne. Deswegen spiele ich so gerne Rollenspiele. Weil man einfach diese ungeheure Freiheit in der Regel hat. Jetzt vielleicht nicht bei so. Vielleicht nicht bei The Witcher 2, aber Witcher 2 kritisieren ist auch schon
Meckern auf ganz hohem Niveau. Was läuft hier denn alles lang und schief? Hi. Ist der ein Typ? Sieht so aus. Eieiei. Meine Güte. Ja. Darf ich? Mal langsam schlagen, danke. Schlechter Angriff, auf jeden Fall. Weil ich wieder mal zu ungeduldig war. So. Nee, hier sind doch keine Leute. Wäre es auch gewesen. So, Truhe. Nochmal von vorn. Mist. Geht doch. Geht doch, ja. Was aber Gewitz erzählen. Hahaha. So. Guten Morgen. Was steht als erstes an der Tagesordnung? Ich finde so ein paar Echsenmenschen töten, oder? Das mache ich eigentlich immer gerne. Morgens. Schön noch mit dem Kaffee in der Hand. Uiuiui. Ja, ich gehe gleich hier schlafen wieder. Von daher ist mir das egal, wie viel Schaden ich bekomme. Oh, noch ein Teleportstein. Gehst du in die Liste oder was ist da los? Lohnt sich das zumindest richtig hier? Ist mir alles genügend hier, mein Güte. So, dann geht das richtige Grab. Nein. Ist es nicht. Nee. Sag nicht, dass es. Da. Weil vielleicht muss man dafür auch doch hier lang und einfach nur durch die Höhle. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kenne Wissen doch. Ja. So, und den. Jetzt war hier nicht noch eine Ratte? Ach da. Und das hätten wir dann. Na warte. Ach nee, das hatten wir schon. Oder? Ich guck lieber an. Ach, ist halt die Lösung des Spiels drin. Nee, ist nicht. Schade. Mit welchem durch. Ich mache nur testweise was. Das ist ja hier, ne? Ich werde sterben. So. Das Grab ist da, man kann da. Ja. Könnte gut sein, dass ich dafür durch die Höhle muss. Könnte echt gut sein. Also. Schlafen und Gesundheit aufheilen. Und danach in die Höhle gehen. Hört sich nach einem Plan an, ne? Jo, lohnt sich eigentlich nicht, aber. Egal. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. Menschen sollte man das auch machen. Hm, lecker. So. Das ist auch noch so ein großer Vergleichskritikpunkt gegenüber Skyrim. Gut, jetzt bin ich ja der. Also, mein liebes Skyrim. Ne? Aber, Skyrim ist so, da kannst du doch alles fix, direkt schnell hintereinander machen.
Und hier sind so die ganzen Aktionen, so mit tollen, großen, riesen Animationen, die so lange dauern. Erstmal die Truhe hier. So, uiuiui. Das ist ja was. Ah, Gnome! Darf ich hier raus? Danke. Oh, ja! Ja! No, ich mag die ja. Dinger. Die geben so viel Loot. Loot. Ich weiß, dass der meiste Loot hier relativ bis komplett wertlos ist. Aber egal. Jetzt gibt eine Falle. Muss ich mal gleich gucken. Das war so eine typische. Ja, ich stütze. Das sieht doch auch aus wie eine Falle. Wett. 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 Ich bin gerade verwirrt. Wett. Okay. Ich bin verwirrt. Also da fällt der Stein runter. Naja, vielleicht könnte. Ich habe so eine Idee. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Nee. Testweise. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Levitation. Nautilus-Verwandlung. Ja. Vielleicht muss man das mit Telekinese machen. Pfeilhebel. Gucken. Scheint so. Hallo. Was ist da? Du kriegst ihn nicht auf, ich schon. Nix. Okay. Feuerkristall. Okay. Ich würde mal gerne wissen, werde ich sterben? Nein. War es das wert? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall keine Höhle, wo ich durch kann. Heißt für mich, das ist jetzt blöd. Wo ist dahin? Aber wie komme ich dahin? Ich probiere es mal, wie es in Skyrim funktionieren könnte. Ein Grab. Ruhe in Frieden. Hier ist was vergraben. Ja. Das ist nicht die normale Vorgehensweise, das weiß ich auch. Zack. Und ah, die Geräusche sind toll, ne? Die Geräuschkulisse von den Schaufeln sind toll gemacht. Und durch den Boden ziehen, jo. Mit einem Staubteufel. Ja, perfekt. Schatz. Ah, Pokal und noch ein Brief. Kommt da dann irgendjemand? Nein, gelesen. 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 Ne, das habe ich nicht gelesen, oder? Ich
vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern, aber nur ein Grab enthält mein wertvolles Hab und Gut. Fergold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war da kaum noch Platz. Okay. Auch gut zu wissen. Oh, was haben wir denn hier? Kristallkugel der Levitation, was? Was habe ich jetzt davon? Was? Ach du Scheiße. Okay. War das vielleicht doch der richtige Vorgehensweise? Eieiei. Ich sag einfach mal ja. Oh, ja. Eieiei. Jo, ups. Ich sag einfach mal, das war die richtige Vorgehensweise. Oh, ja. 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 So. Ja. Ich weiß, dass ich gleich sterben werde. So. 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 Speichern. Ach, das waren gar keine Menschen. Das sind wieder nur Keiler. Ja, okay, bei manchen ist der Unterschied nicht so groß, aber... Keiler sind auch Schweine, glaube ich, ne? Ja. So. Pilz. Super Mario. Wo ich hier bin. Nicht beschreiben. Aber es könnte der richtige Weg gewesen sein. Oh. Eieiei. Ja. Jetzt wird es echt klapp. Meine Güte. So, was haben wir? Das ist echt schlimm. Will ich da hin? Ich sag ausnahmsweise mal nein. Polizei kommt auch schon, ist gut. Ist gut. Aber das will ich noch erkunden, diesen Sumpf hier. Nachdem ich die Pflanze eingesammelt habe. Ach, hier sind wir. Aha. Hä? Habe ich das nicht eingesammelt, das Kraut? Keine Ahnung. Ach Gott, der Krallenfalter. War der jetzt? Nee, der war stärker. Als die normale, übliche Grabmotte. Und trotzdem nur denselben Loot. So. Ich glaube, hier ist nichts. Mein Gott, ich muss aber auch mal langsam echt aufhören. Das ist ja unglaublich hier mit dem Looten. Das ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Nee, hier sind wir. Ach. So. Dann kann ich mich ja schlafen legen, ne? So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Schick. Perfekt. Verkaufe noch kurz die Sachen an ihn.
Lass uns handeln. So, habe ich doch jetzt wieder ein paar, ne? Hier. Ein rostiges Schwert und das hier und hier habe ich nichts, glaube ich. Kann sein, dass ich jetzt von irgendwelchen Verkaufsprinzipien abreiße, weil ich es nicht mehr weiß. Aber das ist ja, schon mein Fehler, aber ich weiß es halt nicht mehr. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich so relativ noch normal verkaufe. Der hat auch nichts Besonderes. Also mache ich einen Cut. Bis zur nächsten Folge.